Hallöchen Cowboys und Cowgirls natürlich und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Na, wie geht's euch? Endlich geht's los hier mit dem Kinomodus, sieht so cool aus, oder? Ja, wir sind mitten in der Walachei sozusagen. Ich zeig mal gerade hier, das ist er, unser Arthur. Hat diesen einen Rodeo-Hut auf, den haben wir ja organisiert, da müssen wir nochmal wechseln irgendwann, aber... Der taugt ja auf jeden Fall so lange, ne? Und ich freue mich da, hier dabei zu sein. Hier freue mich, mit euch hier wieder eine Runde zu streamen an diesem wunderbaren Tage. Live bei Twitch. Und vielen Dank übrigens für den Support und auch an den Host. Dankeschön, Jungs. Und ja, ich hatte richtig Laune, richtig Spaß hier schon im Game. Muss einfach sagen, es ist grandios. Es macht einfach übelst Böcke. Anders kann man das gar nicht sagen. Und was ich auch noch gerade erwähnen kann, für die ganzen Subs sind gerade noch ein paar neue Emotes unterwegs. Die werden gerade überprüft und die müssten in Kürze bereitstehen, hoffe ich. Ja, vielleicht ja schon dann die Tage. Mal sehen, wie lange Twitch braucht für sowas. Dürfte dann aber bald passieren. Und noch eine ganz wichtige Information. Ich habe Ackerminze gefunden. Ja, ganz, ganz wichtige Information. Damit können wir jetzt auf jeden Fall unser Fleisch würzen, wenn wir denn was braten und kochen. Wir hatten ja hier ein Lager gehabt. Und hier haben wir gelagert nach unseren ganzen Eskapaden da mit Befreiungsaktionen. Und noch vielem, vielem mehr. Wir haben verschiedenste Missionen für unsere Bandenfreunde erledigt. Ja, und heftig waren vor allem diese Befreiungsaktionen jetzt in der letzten Episode. Die waren auf jeden Fall ordentlich. Da ging es richtig, richtig ab. Oh, guck mal. Geht's auch wieder heiß her irgendwo. Was ist denn da passiert? Geh da mal kurz vorbei. Gar nicht gesehen, wer da war. Da war irgendeine Frau. Hat er die jetzt in die Kiste gesteckt? Okay, there. Ah. Die Frau hat er nicht in die Kiste gesteckt, hoffentlich. War abgeschlossen. Da kommen wir noch von der anderen Seite rein. Hier können wir unser Kopfgeld lösen, der Postmeisterei. Und er fährt wieder davon auf und davon ist er. Na, dann gucken wir doch mal. Aber das will ich gar nicht. Ich will doch gar nicht die Kutsche klauen. Ich wollte gar nicht deine Kutsche klauen. Ne? Aua! Alter! Ich hab doch gar nichts gemacht. Der hat doch gesagt, wir können Freunde werden. Können wir direkt was wieder eskalieren, ey. Ich habe nur eine falsche Taste wieder gedrückt auszusehen. Da habe ich mich da auf die Kutsche eben gesetzt und bin wieder runtergegangen. Kann doch nicht sein, dass der dann so aggressiv wird. Autsch. Der Pisser. Der hat aber eine harte Rechte, der alte Mann hier. Okay. Boah, es war ein knapper Feind, ey. Der wollte nicht aufhören. So, ich hau hier lieber mal ab, bevor es nachher noch Ärger gibt. Die sind aber kleinlich im Wilden Westen, ne? Guck mal, ich hab mich nur mal eben auf seine Kutsche gesetzt, so. Ganz gemütlich, aber diese Sitztauglichkeit getestet. Und dann sowas. Und dann sagt er, ja komm, ich sag nix, du bist ja eben noch rübergegangen und wollte ich das beschwichtigen. Auf einmal haut er mir eins auf die Fresse. Da also kaum hat der Stream angefangen, schon eine Schlägerei. Ja, sorry, Leute. Dem haben wir gut eingegeben, noch gut einen mitgegeben. Mal kurz mal was essen. Hier, das sehnige Fleisch zum Beispiel. Mm. Mm. Es gab auf jeden Fall was auf die Nase, ey. Außerdem liegt unser Hut noch da, den müssen wir, haben wir jetzt schon wieder verloren. Ich verliere mal meinen Hut. You look real strange. Ey, danke. Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir was im Gesicht haben. Hallo. Hey, Mister. Hallo. Ich habe meinen Hut hier nur verloren. Oh, der Typ ist weg.
Mehr wollte ich gar nicht, ne? Ciao. Das ist der Müllcontainer, ne? Du wirfst ja da auch den Müll rein? Ja, macht er tatsächlich so. Guck mal schnell. Da ist niemand anders drin gelandet, okay. Der Müll, die spawnt aber auch. Das ist schon geil. Die auch ihrem Tagwerk nachgehen, die ganzen Leute richtig Müll wegbringen und so weiter. Vorsicht, Bäume! So, ich würde mal sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Karte, machen jetzt mal wieder ein bisschen Missionchen, ne? Und dazu gehen wir mal hier hoch. Und hier vorne habe ich schon was markiert, seht ihr gerade? Da haben wir einen Brief bekommen, ja? Es ist ein Brief für uns gekommen und den wollen wir mal abholen, oder? Ich bin mal gespannt, was da in diesem Brief steht. Ja, den anderen Hut haben wir ja auch schon verloren, ne? Oh. Oh, der sieht zwielichtig aus irgendwie, oder? Moment mal. Will nur meine Knarre bereit halten. Ich wusste es. Du Idiot. Ich wollte ihn nicht wechseln. Zum Glück habe ich das schon geahnt, weil ich schon die Knarre gezogen habe. Guck mal, Scholz, was? Nee, da haben wir alle möglichen Krempel. Ich habe jetzt Ackerminze gefunden, aber so ein paar Gewürze und so kann man ja auch noch finden. Und die sind auch ganz gut. So, wenn man nämlich seinen Charakter dann, ja, mit ein bisschen mehr Würze in den Gerichten beschenken will. Und das tut ihm auch ganz gut am Ende. So war unser ein kleiner Überfall. Was für ein dreckiger Arsch, ne? Oh, hier. Ist auch irgendwas. Noch eine fremde Person. Mhm. Und wir müssen eigentlich zu dem Brief hier hin, aber okay. Gucken wir uns das mal genauer an, oder? Freunde. Was ist da nur los? Ja. Muss da irgendjemand sein, wahrscheinlich auf dem Plateau selber drauf, oder? Noch sehe ich hier keinen. Komm weiter, Rossi. Ich denke, das ganz hier oben ist jemand, oder? Oh, Hallöchen. Ich will nicht lange stören. Gabelbock, das sind Gabelböcke. Ich wollte mal rausfinden gerade, was das für Tiere sind. So schön entspannt hier auch einfach lang zu reiten, ne? Mit der Musik in einem Drohnen ran. Ach, guck mal, da ist er doch. Wen haben wir denn da? I just don't understand this at all. Hey, over here. Ahoi, Mister. Something. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time for no, this. No, wait! Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women.
I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Huh. Well, rumor has it, they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Me? Yes! Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of... $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Sollen wir das machen? Oder sollen wir ihn einfach ausrauben? Nee, nehmen wir 10 Dollar, ist eigentlich nicht viel, oder? Well, ich glaube, $10 and it's yours. Why not? A very wise investment. I wish you the best of luck. Den sehen wir bestimmt nochmal wieder. Deswegen hau ich dem mal keine auf die Fresse. So, das ist die Schuldnerliste. Da ist diese Karte. Schauen wir mal rein. Ach du Holy Moly. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was rausfinden. Aber wenn ihr wisst, wo das ist, ihr könnt mir dabei gerne helfen, hier Livestream. Ich habe noch keine Ahnung, wo das sein soll. Auf jeden Fall ein Ort mit einer Kirche. Das ist irgendwas auf einem Berg. Auffällig ist dieser Zippel da, dieser Gebirgszippel. Ihr seid ja alle auf Gewalt aus, genau. Ja, wir haben schon genug Gewalt an der Backe hier. Und so ein... Irgendwann mache ich auch mal so einen kompletten Eskalationsding. So den Arschlochweg oder so vielleicht. Mal eine Spezialfolge oder so. Weil einfach alles und jeden töten und einfach nur fiese Arschlöcher sind. Aber momentan probiere ich das Game ja mit seinen Facetten zu regeln, weil, wie gesagt, alle Sachen haben hier auch eine Auswirkung im Nachhinein. Guck mal hier. Das ist ja so geil, ey. Der treibt da die Schafe rum. Ich will eigentlich seine Schafe mal begutachten. Mal verschiedene Schafe. Alles Merino-Schafe. Alles klar, haben wir wieder was gelernt. Das Spiel ist einfach so mega, finde ich auch. Und wir können hier theoretisch auch einfach stundenlang Zeit verbringen, ne? Mit so ein bisschen rumreisen, entdecken. Deswegen, ich lasse mir gerne Zeit. Ich übersehe natürlich auch hier und da mal was. Voll cool. Was ist das denn? Können wir auch nochmal genau unter die Lupe nehmen. Ein Wildpferd. Schönes Wildpferd. Oh, hier ist auch noch irgendwas. An allen Ecken und Enden wird man abgelenkt, ne? Können wir theoretisch nochmal was. Können wir da wieder Poker spielen oder so? Mach ich ein andermal. Wir werden hier nochmal vorbeireiten. Ups, das wollte ich gar nicht. Sorry. Wahrscheinlich ist das ein Pokerspiel. Ach, guck mal, ein Schwein. Ah, untersuche ich auch mal. Das Oldspot-Schwein. Was ist das für eins? Ein andersfarbiges Oldspot-Schwein, oder? Nee, das sieht ja süß aus. Ein Berkshire-Schwein. Ey, das will ich mir mal näher angucken. Manche Schweinchen sehen schon echt niedlich aus, irgendwie, ne? Guck mal. Ich werde es jetzt nicht töten. Das ist zu niedlich. Heute gibt's Schnitzel, schreibt viele. So, für uns ist ein Brief angekommen, da will ich hin.
Kannst du mal ein Wildpferd zähmen? Ja, werde ich sicherlich auch alles noch machen. Mit der Zeit. Oh, ist aber rapide dunkel geworden, ne? Heiliger Bimba. Plötzlich geht die Dunkelheit über dem Lande. Da los. Jetzt bin ich einmal gespannt. Einparken. So, Moment, jetzt sind wir. Hey, listen! I just wanted to say, I know you bastards missed me. Even you, Arthur. Even you. Arthur! Oh, Arthur! Are you seeming in a good mood? I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe. Just a little one. Great. If I have to whip them, I will. Ah, wir machen hier Party. Aber wir wollen ja eigentlich, Moment mal kurz, da habe ich mich nämlich noch. Ihr müsst doch eigentlich unser Zettelchen kommen, was ist denn hier? Eine Kopfgeldjagd, auch geil, in Valentine. Müssen wir hier. It'll be nothing but the finest game in the pot. Now Deadeye Maguire's back. Be geil. Don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. We'll have this camp running like clockwork. I love you bastards. Have fun. Have we lots of fun. Even you grumpy old bastard, Arthur. Welcome back, Sean. Oh, here comes trouble. I owe you one, Arthur Morgan. The drinks are on me. Mind if I join you fine folks? They always are when you ain't bad. You're looking lovely as ever, if I may say so. Oh, stop it. Imagine riding with him all the way from Blackwater to here. It's stupid. So, what now? Come on. How about a song? He'll be drinking till dawn now, I bet. Oh, let him listen, have some my friend. Fun. He's been do through a you lot. Know the Louisville lady? I thought you Irish enjoyed a party, Molly. I am enjoying it. I just don't need to fall over drunk with the yeah, rest of them. That's the one. You know this one, don't you? Go join in. In Louisville, finally. I met a lady. Well, what I do I say. Indeed. And she was mistress of her trade. Put my hand upon her toe, mark well what I do say. She says she'll make me a rather low for to take a little all day. I put my finger on her knee, mark well what I do say. She says you'll make me rather free for a little all day. I put my arm around her waist, mark well what I do say. She says, young man, you're in great haste for to diddle-diddle-diddle all day. Okay, das reicht. Aber nice. She says you're getting pretty diddle-diddle-diddle all day. Die können wir auch mal reingucken eben. Was ist denn hier zu tun? Ach, guck mal, hier stehen Pullen irgendwas. Geil. Nehmen wir uns eine, komm. Warte mal eine Bierflasche wegen der Party. Zack. Oh. Einer mit. And it taught me something I will never forget. And that's that most fellas are sheep. That's right. And if you can tell the difference between the difference between a sheep. And so, you got your buddy back? Wasn't the same without him. Nope. Alter, sauf Kumpane, hä? Wie geht's dir? Das war so lustig, die Mission. Eine der besten Missionen ever. Ach, guck mal, sie da vorne am Tanzen. Ey, das ist richtig gut gemacht hier. Und überall stehen Getränkemöglichkeiten. So, hier ist unser schönes Lager.
Und das hier muss ja die Liebe sein, oder? Seine Liebe. Geht da noch irgendwas hinten drauf? Nee, ne? Und eine Blume. Ja, auch noch schon schöne Bilder. Artus Hufeisen. Okay. Dein Vater gewesen, oder was? Ja. Und der Hund? Oh, und da die sozusagen die Ziehväter. Da habe ich mir auch nochmal angeguckt gerade. Nur die Frage, wo kann ich denn... Ach, guck mal, hier können wir nochmal, da können wir nochmal gerade den Hut auch changen, wenn wir eh gerade mal hier sind. Ich finde den eigentlich immer noch den coolsten. So, nehmen wir den. Ja, der ist nice. So, jetzt will ich mir mal kurz was anschauen. Auf der Karte selber. Wir können hier ja noch Arznei machen. Was können wir hier noch? Was war denn hier noch? Der Schlachter. Vorräte. Essen. Oh, die Feier im Lager. Munition. Trinken holen jeweils. Und medizinische Vorräte. Okay, das passt dann aber auch. Ich frage mich nur, wo kriege ich hier den Brief? Weiß es jemand? Kann mir das jemand sagen? Ich habe ja angeblich einen Brief bekommen. Und ich würde den gerne abholen, aber ich finde nicht, wo ich den abholen kann. Ja, das wäre... Oh, was ist denn hier noch? Ah, das haben wir ja schon geguckt. Hier ist auch noch ein Bild hier, so ein interessantes. Ah, das war die stachende Frau. Hm, ich erinnere mich. Hier liegt auch so ein Briefchen. Das vielleicht. Ich war ein Mädchen. Ach gut, oh Gott, ein Gedicht von der Molly. Okay, wer es lesen will, der kann es lesen. Das will ich jetzt gerade nicht. Aber das ist nicht der Brief, den wir suchen, verdammt. Ah, okay. Es gehen keine Aktivitäten im Lager während der Feier. Ich verstehe, wir müssen also erst die Feier hier. Ja, mal schlafen gehen wäre wahrscheinlich eh mehr ratsam. Ein bisschen ausruhen. Wäre schon gut was abbekommen, auch unser Guter. You okay, Tilly? Yes, just relaxing. So good to have Sean back. Yeah, well, you say that now. Schön ist es hier aber. Okay, dann würde ich sagen, sollen wir noch was bei der Party mitmischen? Gucken wir mal, was wir noch machen können. Komm, kosten wir die noch ein bisschen aus und dann... Der gute José. You okay, José? Well done, Arthur. It wasn't just me. So, hier sind sie auch fertig langsam, ne? Scheint langsam hier... Oh, guck mal, da legen sich auch die ersten Pennen. Ich glaube, die Party ist auch over langsam. Gut, wir haben noch... Wir haben mitgesungen. Wir haben getrunken. Jetzt nicht übertrieben, wir haben es moderat eingehen lassen. Einer muss ja noch... Okay. Die haben auf jeden Fall Spaß. Dann würde ich sagen, legen wir uns mal schlafen. Bis zum nächsten Morgen. Gute Nacht, Arthur. So, und hier ist jetzt der Brief, den wir eben nicht sehen konnten. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right.
It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke, and I was going off to get married, that we would not speak again. I know I said a lot of things, and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again, if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Mary. Okay. Dann wollen wir da nochmal vorbeischauen bei der Mary, oder? So. Guck ich mal. John Marston hat auch noch eine Mission für uns. Lustig. So, Mary ist hier. Let's go, Freunde. Mary Linton. Willkommen. Bin ich ja mal gespannt, was das für eine Geschichte ist. Scheinbar irgendwie die Liebe von ihm. Vom Arthur? Na, werden wir die jetzt mal kennenlernen. Bossy, los geht's. Wir haben eine Mission. Der Mary schaut sehr gerne vorbei. Ist ja, bin ja auch neugierig, ne? Wer ist das jetzt hier? Vom Arthur. Und, ist das, warum sind die nicht zusammen? Was ist da passiert? Das sind die so eine Schwebesituation? Ist es kompliziert, Status oder was auch immer? Vorsicht, Bäume. Die sind so gefährlich. Gefährlicher als mancher Gangster. Ja, im Moment müssen wir noch nichts jagen, aber wir können bald mal wieder jagen eigentlich, ne? So, durch Valentine, nördlich von Valentine, hat sie ein Zimmer gemietet auf irgendeiner Farm. Da müssen wir also hin. Brauchen wir doch mal vorbei. Brauchen wir noch irgendwas in Valentine? Hm. Moment nicht, ne? Es ist 5 Grad. Oh, frisch. Die Rehe kann man gut jagen, genau, ja. Die sind echt ganz gut zu jagen, auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal eins gejagt. Im tiefsten Winter. Im Moment haben wir noch ein bisschen was zu essen am Start. Aber wir müssten bald auch mal wieder. Hey, hey, let's talk about this. Arthur, Arthur, come lend a hand here. Go ahead and call your mama for all I care. Take it easy, I got lumbago. Should have thought about that earlier. Oh, what's that los? Hey, your uncle. You could have stepped in. I thought you had it covered. Just wait till you're old. I'll be at camp if you need me. Maybe try keeping your mouth shut next time. Oh, come on. You'd all be bored as rocks without me. Was viele wollten, dass ich mal, haben die bei YouTube in die Kommentare geschrieben, dass ich mal in der Ego-Perspektive mal durch so eine Stadt reite. Das sieht schon echt cool gemacht aus, ne? Wenn man dann so... ganzen Pfützen hier vom schönen Örtchen Valentine. Guten Morgen. Ist einfach Leben eingehaucht worden. Das gefällt mir echt gut. Da hinten die Berge und überall kann man hinreiten. Diese komplette Welt kann man bereisen, wie man lustig und ist und Laune hat.
Das ist natürlich auch was Spannendes, finde ich. Ne? Also Ego-Perspektive geht auch. Zum Reiten finde ich es recht unpraktisch, wenn ich ehrlich bin. Weil dann hat man nicht diesen Rundumblick. So, und hier sind wir auf dem Weg zur Mary. Hier ist das schon, ne? Guck mal, hier können wir unser Pferd lassen. Das war gar kein Anbinden, das war eine Pumpe. Sorry. Na dann, wie sehen wir aus? Hätten uns mal rasieren können, nochmal schnell. Aber egal, geht schon. Yes? Oh, I'm sorry, I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Mrs. Linton, a caller for you. Hello, Arthur. Mary? I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, well, you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Listen, Arthur, I'm... my family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? And you want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie, at least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry. I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Sollen wir helfen oder sollen wir ihm nicht helfen? Ich bin ja dafür, zu helfen, oder? Verdammt, sie braucht Hilfe, die Mary. Aber so ganz schlau bin ich aus der Geschichte noch nicht geworden. Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. Mhm. So ganz man aus der Story noch nicht schlau geworden, aber das wird wahrscheinlich noch. Ossi hat immerhin was zu trinken bekommen. Aber müssen wir uns um die Pferdepflege kümmern. Da ist echt was dran. So, okay, dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Das ist also die Liebe. Wir liebten uns einst. Die Liebe von Arthur Morgan. Irgendwie mit einer komischen Konstruktion. Da werden wir sicherlich noch mehr in Erfahrung bringen, was es da genau auf sich hat. Wenn wir jetzt die Mission beispielsweise machen. So, was wollen wir denn? Das ist die Mary-Mission. Da M. Mary Linton heißt sie, die gute. So, hier können wir es auch nochmal, kriegen wir es auch nochmal. Och, kommt das jetzt nicht mehr so, oder was? Tolle Beschreibung. Mary braucht deine Hilfe, um ihren Bruder Jamie aus einem Kult herauszuholen, der sich die Kelonania nennt. Kelonianer nennt, sorry. Okay, also irgend so ein bescheuerter Kult, ihr habt es ja mitbekommen. Und wir helfen ihm natürlich. Wir sind ja ein Ehrenmann.
Arthur Morgan, Ehrenmann. Ein ehrenhafter Typ. Eine Legende des Wilden Westens. Ein Gentleman-Gangster. Ich bin dreckig und ohne Futter, sagt Rossi. Tut mir leid. Wir müssen uns mal irgendwie um die Pferdepflege kümmern. Da ist was dran. Da ist echt was dran, liebe Rossi. Kann ja nicht so angehen, ne? Kann man in die Berge wandern? Ja, kann man. Man kann hier sich so viel anschauen. Wir haben nur einen Bruchteil bisher gesehen von diesem ganzen Abenteuer. Deswegen, da kommt noch vieles, Freunde. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ossi ist auf jeden Fall nicht ganz fresh. Da müssen wir mal echt was tun. Ich rufe mal wieder zu dem Hufschmied hier. Oh, was war denn da los? Da war wieder irgendwas in den Büschen. Könnte sein, dass die Kutsche mir überfallen würde. Es sei denn, die geben Vollgas. Merkt ihr, das Pferd spürt auch was. Richtig ein bisschen am Rasten. Sie ganz ruhig. Ja, viele Pferde haben ja so einen sechsten Sinn, sagt man, ne? Das haben eh viele Tiere, so einen krassen Instinkt. Dass manche merken, bevor so ein Erdbeben passiert, merken manche Tiere, okay, das passiert jetzt gleich. Oh, das ist wieder ein Trickser. Das ist angeblich ein Blinder auf der Straße. I tell thee, and I tell thee now, eternity waits for us all. At which eternity? Help a blind man. Ich würde dir was geben. Here you go. Ja, komm, Dollar. You keep hidden all that matters, sir. Maybe even from yourself. All right. Well, I'll have to take your word for it. Nicht mal ein geheimnisvoller Hinweis? Außer dieser? Okay. Haben wir geholfen, ne? Der arme Kerl. Oh, da hinten auch ein Lagerfeuer. Zum Glück können wir ruhsam und langsam rumreisen. Oh, das ist ein... Das sind auf jeden Fall nicht ganz die nettesten. Sie bleibt mal hier stehen. Komm, wir gucken uns das mal an. Den Bogen vielleicht. Probieren wir mal nicht mit dem Bogen zu erledigen. Oh ne, der Bogen war eine Katastrophe beim Schießen. Da war ich mega schlecht. Lass es lieber sein. Läufig ist auch nicht unbedingt die beste Waffe dafür. Das kann in die Hose gehen. Ich sehe vier Mann. Auf jeden Fall Gangster. Oder war ja noch einer? Scheiße, brauchst du lang zum Nachladen. Aber dann sitzt es auch. Komm schon, du Arsch.
Yeah! Mit dem Dead Eye muss ich trotzdem nochmal üben wieder. Das habe ich aus Versehen deaktiviert jetzt im Kampf. Aber egal, wir haben es auch so hinbekommen. So, und hier können wir jetzt mal den Laden plündern noch schnell. Ja, da muss man auch mit dem Bogen üben, das stimmt. Aber das Problem ist, nicht bei 5 Gegnern. Da würde ich nicht üben. Da wäre mal draufgegangen mit dem Bogen, glaube ich. Verdammt, da ist noch jemand. Was ist das? Da ist er! Put him in the ground! Make it a good one, fella. This is your last stand. Tom, nach. Mann, der versteckt sich so beschissen. Kann doch nicht sein, dass der. Ich hab den 5-mal ins Bein gezimmert, Alter. So. Haben da noch welche? Verdammt. Ich glaube, das war's jetzt aber, oder? In die Eier ging der Schuss. Teilweise schon, ne? So, jetzt will ich mal hier genau mit dem Kram rausnehmen. Hier, der ist. Guter Brandy, der gehört uns. Jetzt wird es interessant. Flintenmunition, okay. Baldrianwurzel. Soll ja beruhigend wirken, Baldrian. Hier haben sie ihre Wäsche gewaschen, die Burschen. Kann man da noch was nehmen? Was ist das denn? Das ist so eine Dose, oder? Ah, wahrscheinlich nur irgendein Waschmittel, oder? Ja. Scheint unbedeutend zu sein. Hier gucken wir da noch vorne rüber. Auch hier nichts drin, nichts Besonderes. Du bist tot. Cracker. Oh, die waren wohl gerade am Essen, ne? Dann war sie gestört. Einen Kaffee können wir auch gebrauchen. Und dann gucken wir hier nochmal unten. Zack. Guck mir die alle nochmal an eben, weil die ja alle noch was Schönes dabei haben könnten und wir jetzt hier doch ein bisschen mehr Gegner jedenfalls tun hatten. Aber jetzt haben wir ja gerade auch mal Zeit, um die looten zu können, ganz easy. Ach, guck mal, eine goldene Taschenuhr, die ist auf jeden Fall einiges wert. Und wir brauchen ja auch wieder ein bisschen Kohle nach den ganzen Kopfgeldern und sowas, weil er wieder auf uns ausgesetzt war. Ehering, der war wohl verheiratet. Hm. Oder er hat irgendein, naja, das ist nicht sicher. So. Der Band haben wir es gezeigt. Liegt da noch hier was? Ach, guck mal hier. Haben beinahe was übersehen. Ein paar leckere Böhnchen. Und Dosengemüse wollte ich eigentlich auch noch mitnehmen hier. Lass ich doch nicht liegen, das Gute. Hier hinten ist da bestimmt noch irgendwas in der Karre, oder? Ne? So, ich glaube, das Lager haben wir abgefertigt, oder? Ah. Gucken wir da mal. Haben die was im Topf gehabt? Haben wir nicht. So. Guck mal, hier können wir auch noch den ganzen anderen Kram herstellen, ne? Den Raubtierköder für die Jagd und Vorräte. Wir haben halt echt gar nichts am Start, so wirklich im Moment. Wir müssen echt mal tatsächlich wieder jagen. Hm, dann wollen wir das mal machen. Aber erstmal ruhen wir uns jetzt hier so ein bisschen am Feuerchen aus. Guck mal hier, der gute Arthur. Mach das sich mal gemütlich.